Heilfasten, Intervallfasten und Co. 5 Fastenmethoden im Check entschlacken und entsäuern. Es ist wieder soweit. Die Fastenzeit beginnt, für viele ein Entschlacker in der Frühjahrsputz für Körper 2021 dauert die Fastenzeit offiziell vom 17. Februar, dem Aschermittwoch, bis zum 3. April, dem Tag vor dem Ostersonntag. Einige Menschen verzichten in dieser Zeit auf Süßigkeiten, Alkohol oder nehmen eine Diätkur. Wer seinen Körper richtig entschlacken und durchspülen will, sollte eine dieser Fastenkuren probieren. Heilfasten nach Buchener. Das Heilfasten nach Buchener ist eine der bekanntesten Methoden des. Sie geht auf den Arzt Otto Buchener, 1878 bis 1966, zurück, der 1920 seine erste eigene Heilfasten. Erlaubt ist bei der Methode des deutschen Naturheilkundelehrers nur der Verzehr von Gemüsebrühe und verdünnten Säften, maximal 250 bis 500 Kalorien. Die optimale Fastendauer der Diät für die Seele, wie der Begründer sie nannte, beträgt 2 bis 4 Wochen. Das Fasten endet typischerweise mit dem sogenannten Fastenbrechen. Zunächst gibt es einen reifen Apfel, roh oder gekocht, und abends eine Kartoffelsuppe. Intervallfasten. Beim Intervallfasten müssen Fastende auf keine bestimmten Nahrung verzichten, lediglich zu bestimmten Zeiten. Im Gegensatz zu den meisten Fastenformen ist das Intervallfasten als dauerhafte Form der Ernährung gedacht. Die bekanntesten Methoden sind die 5:2 Diät sowie die 16:8 Methode. Bei ersterer wird an 5 Tagen der Woche normal gegessen, an den 2 Fasttagen ist rund ein Viertel der üblichen Energiezufuhr erlaubt, vor allem Gemüse, Vollkorngetreide und reichlich. Bei der 16:8 Methode fällt täglich eine der üblichen 3 Mahlzeiten aus, sodass man 16 Stunden am Stück auf Nahrung verzichtet, die Schlafenszeit mit eingerechnet. Lediglich Wasser, Tee oder schwarzer Kaffee sind erlaubt. Dafür ist in dem 8-stündigen Zeitfenster kein Gericht. Hat Suppenfasten. Beim sogenannten Suppenfasten oder Souping gilt es, feste Nahrung komplett zu vermeiden. Nur Flüssiges ist. Diese Fastenmethode entgiftet und entlastet den Körper. Im Gegensatz zu den anderen ist sie auch relativ einfach durchzuhalten, da man nicht auf Kohlenhydrate verzichten muss und immer etwas Warmes im Bauch hat. Zum Frühstück kann man den Tag mit einer Smoothie Bowl starten, mittags und abends dann jeweils eine deftige mit reichlich Flüssigkeit. 2 bis 3 Liter Wasser über den Tag verteilt, füllt man den Magen zusätzlich. Fastenkur nach F.X. Meyer entschlacken mit Semmeln und Milch. Auf diese Fastenmethode des österreichischen Arztes Franz Xaver Meyer, 1875 bis 1965, schwören Prominente wie die Schauspielerin Rachel Wilson, 43, im Hohen Gras, die mit der Kur 18 Kilo mit Hilfe von Semmeln, Milch, Bittersalz, Tees, Wasser, Bauchmassagen und Schwitzen soll die Meyer-Kur den Darm reinigen und die gesunde Darmtätigkeit anregen. Die Kur besteht aus 3 Phasen, eine Dauer von 2 bis 4 Wochen ist. In der Teefastenphase wird keine feste Nahrung gegessen, nur Wasser, Kräutertees und Gemüsebrühe. Ab der Mittagszeit sind morgens gibt es 250 ml warmes Wasser mit einem Teelöffel Bittersalz. Stufe 2 ist die Milchsemmelkur. Zum Frühstück eine trockene Semmel, jeder, nach Möglichkeit 40 Mal gekaute, Bissen wird mit einem Teelöffel Milch rund. Mittags dasselbe Prozedere, abends gibt es Tee. Zum Schluss folgt die Ableitungsdiät, die aus basischer Schonkost besteht, etwa Gemüse, reifes Obst, frische Kräuter sowie wenig Fett und Basenfasten sanft, aber effektiv. Beim Basenfasten muss man auf feste Nahrung nicht verzichten, es ist wohl die genussvollste Art, den Körper zu entsäuern und gut in den Alltag integrieren. Ideal für die Fastenkur ist eine Dauer von 5 bis 14 Tagen, generell ist es aber empfehlenswert, langfristig viele basische Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren. Zu den basischen Lebensmitteln gehören reifes Gemüse und Obst, Kräuter, Sprossen, Nüsse und kaltgepresste pflanzliche Öle und Obstessig. Etwa 70% der Ernährung sollte beim Basenfasten aus Gemüse bestehen und der Obstanteil unter 30% liegen. Säurebildende Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Brot, Süßigkeiten, Milchprodukte, Weißmehl oder Eier sollten Fastende ebenso meiden wie Kaffee und Alkohol. 3 Mahlzeiten im Abstand von 3 bis 4 Stunden sind erlaubt. Die letzte vor 18.